Es ist mal wieder Zeit für einen neuen Disney-Haul. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem neuen Disney-Haul aus dem Monat April. Ja, draußen wird's frühlingshafter, da dachte ich mir, schmeiße ich mich auch mal in einen etwas frühlingshafteren Look. Diese Bluse hier habe ich letztes Jahr mal gekauft und hatte sie noch nie an. Aber ich dachte jetzt, für den Haul passt sie ganz gut und dazu eine meiner Lieblingsohren. Auch eine meiner teuersten Ohren aus Amerika. Ja, und was ist heute dabei? Wir haben einen wilden Mix aus dem Primark. Wir haben Shop Disney, wie fast immer. EMP, Tupperware und eine neue Spirit Jersey. Also ich würde sagen, wir legen los. Beginnen wir mit EMP. Ich hatte das ja schon im letzten Haul angekündigt. Und zwar hatte die Brina ein paar Ohren für mich mitbestellt. Und zwar einmal diese wunderschönen Loungefly Eats Ohren. Also aus Food, Disney Food ist ja wirklich sehr, sehr populär. Und dazu gab es diese tollen Öhrchen. Das hier vorne ist eine Kirsche und ja, sieht so ein bisschen aus wie so eine Glasur von einem leckeren Kuchen. Und dann so Sprinkles, also so, wie heißen die denn auf Deutsch? Streusel. Die heißen Streusel. Genau, also einmal dieses Paar Ohren, das hatte ich ja schon im letzten Haul angekündigt. Preis bei EMP von den Loungefly Ohren ist immer 30 Euro, aber es gibt ja immer 15% bei EMP. Wenn ihr einer der Instagram-Codes benutzt, die überall im Umlauf sind. Dann gab es noch eine Sache aus der neuen, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, EMP Disney Kollektion mit diesen Blüten. Da gibt es einige Sachen von. Ich habe mir jetzt erstmal nur den Rock bestellt. Ihr seht auch das Try-On. Aber ich möchte irgendwann alles aus der Kollektion haben, weil ich sie wirklich wunderschön finde. Es gibt noch ein Kleid in demselben Muster. Es gibt ein passendes T-Shirt zu dem Rock oder halt kann man auch so anziehen. Dann gibt es noch eine Jacke, also eine Jeansjacke und ich glaube, das war's. Auf jeden Fall, den Rock habe ich mir jetzt erstmal schon mal geholt, weil bei EMP ist es so, dass ich immer gerne abwarte. EMP hat so viele Aktionen und heute habe ich erst gesehen, dass der Rock schon generell 10% günstiger ist. Plus dann noch die 15% aus den ganzen Codes, die ihr überall findet, macht es dann schon günstiger. Also ich würde immer bei EMP bei so Sachen abwarten. Bei Rucksäcken und Loungefly-Sachen ist es eine andere Sache. Da muss man Glück haben, dazu komme ich gleich. Aber ja, der Rock war ursprünglich, kostet der 30 Euro. Wie gesagt, mit Rabatt günstiger und ja, wenn ihr warten könnt, dann würde ich ihn auf meine Wunschliste setzen, also auf eure Wunschliste, auf meiner ist er dann schon runter, aber die anderen sind noch drauf, also packt die Sachen auf die Wunschliste und wartet. Bei EMP sind die Sachen so oft dann irgendwann reduziert im Sale, das lohnt sich dann zu warten bei EMP und ihr seht dann, da sind überall Mickey und Minnie versteckt. Hier sind so ein ganz kleiner Mini-Kopf. Ja, also auch jetzt hier im Alltag im Sommer super zum Anziehen, weil es nicht so Disney in your face schreit. Man kann es super zu einem rosa Top kombinieren, zu einer weißen Bluse, egal. Es ist auf jeden Fall ein super, super schöner Frühlingsrock. Ja, und dann kommen wir zu den Sachen, wo ihr vielleicht nicht warten dürft bei EMP. Ich habe ihn dann doch letztendlich bekommen. Ich habe ihn beim ersten Mal, oder er war sogar schon zweimal online. Ich habe ihn zweimal verpasst, weil er so schnell ausverkauft war. Nicht passend zur Jahreszeit, aber der Ghost Loungefly Rucksack von Loungefly, von EMP. Ja, ich habe ja schon die passenden Ohren letztes Jahr mir gekauft. Und ich wollte diesen Rucksack unbedingt haben. Er leuchtet im Dunkeln. Ich blende euch auch hier mal ein Foto ein, wie der im Dunkeln leuchtet. Dunkel leuchtet? Ja. Ich habe heute irgendwie einen Sprachfehler. Ja, er ist wunderschön, passend zu meinen Loungefly-Ohren und ja, da muss jetzt noch Halloween kommen. Aber wir warten erstmal den Sommer ab und dann ist er ausgangsfähig. Was haben wir denn? Ich wollte nochmal zeigen, wie er drin aussieht. Da ist noch das ganze Papier drin.
So, seht ihr das? So kleine Geister. Kleine Mickey-Geister drin. Ja, also wirklich bin sehr, sehr happy über den Rucksack. Preislich sind wir bei den Loungeflare-Rucksäcken immer so zwischen 80 und 90 Euro. Ich glaube, der war 80. Plus dann die, oder minus die 15% Rabatt. Achso, und hier das steht auch noch. Da steht, wuh. Dann war ja auch Ostern im April. Und die einzige Sache, die ich, also ich habe mich nur mit meiner Freundin beschenkt. Ansonsten habe ich keine Geschenke von anderen bekommen und auch nicht geschenkt. Also nur mit meiner Freundin. Und eine Disney-Sache, die dabei war, ist Elsas Suche. Das Buch. Das ist das neue Buch aus dem Carlsen Verlag mit dem Schön und das Biest Buch. Jetzt fällt mir der Titel nicht ein. Aber das sind zwei neuen Bücher aus der Twisted Tale-Reihe. Und bin sehr gespannt, es zu lesen und freue mich drauf. Und natürlich kommt irgendwann das Schön und das Biest Buch auch da dazu, dass ich lesen werde. Und Carlsen hat schon, guck mal auf Instagram bei Carlsen Verlag, die haben schon so mega geile Bücher. Also nicht veröffentlicht, sondern halt, ne, dass die veröffentlicht werden dieses Jahr. Ich kann es kaum erwarten. Ganz viele tolle Villains-Bücher und so, da bin ich, also Bösewicht-Bücher, da bin ich sehr, sehr gespannt. Ja, und ich habe es ja schon eingangs erwähnt, ein neuer Spirit Jersey in meiner Kollektion. Und ich bekomme immer ständig Fragen auf Instagram, wo ich meine Spirit Jerseys her habe, wo ich die alle kaufe. Ja, einmal natürlich, wenn sie bei Shop Disney Deutschland online gehen, dann natürlich da. Da müsst ihr aber super schnell sein. Innerhalb von 5 Minuten sind die alle immer weg. Ansonsten, wenn die Disney Parks offen haben, in den Disney Parks, also Disney in Paris, in anderen Parks war ich noch nicht. Dann habe ich noch einen Kontakt Personal Shopper aus Anaheim. Den kann man anschreiben, dann schickt, also kauft der Spirit Jersey aus Amerika und schickt es hierher. Aber auch viele kaufe ich einfach bei eBay. Wie auch den hier, den habe ich auch bei eBay gesehen. Ich gebe dir mal immer wieder ein Spirit Jerseys und den habe ich dann gefunden. Und er ist passend zur anderen Leidenschaft, also Disney-Leidenschaft, die ich habe, und zwar Run Disney. Es ist der Run Disney Spirit Jersey von diesem Jahr. Es war ja alles virtuell. Aber hier vorne steht drauf, Every Mile is Magic 2021. Mit einer kleinen Mickey. Und hinten ist das Run Disney Logo und auch nochmal mit Mickey. Der läuft. Leider sind die Runs ja letztes Jahr wie auch dieses Jahr ausgesetzt. Ich bete und drücke alle meine Daumen, die ich habe, dass es nächstes Jahr stattfindet. Weil dann wäre es das 5. Run Disney Jubiläum im September in Paris. Ob es stattfindet, weiß keiner. Ich hoffe sehr drauf, weil ich vermisse es wirklich. Ich bin ja überhaupt kein Läufer. Ich hasse Joggen. Ich gehe auch jetzt nicht joggen. Aber sobald ich weiß, okay, Run Disney findet wieder statt, da geht meine Motivation ins Joggen und dann lege ich einfach los. Da laufe ich los. Also jetzt nicht hier 5000 Kilometer direkt. Natürlich muss man das langsam steigern. Aber da ist dann wieder meine Motivation da und es macht so unglaublich viel Spaß bei diesen Run Disney Events. Kann ich jedem nur ans Herz legen, auch wenn ihr nicht die begabtesten Läufer seid. Das ist überhaupt nicht wichtig bei Run Disney. Das Wichtigste ist, ins Ziel zu kommen und Spaß zu haben. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendwann mal an einem Run Disney Run teilzunehmen, sind nicht ganz günstig, aber kann ich jedem nur empfehlen. Der Preis, ich glaube, hier war noch irgendwo der Originalpreis dran. Ne, haben sie abgemacht. Aber der Originalpreis der Spirit Jerseys in den USA sind, glaube ich, 70 Dollar. Und bei eBay ist es so, dass natürlich der Versand dazu kommt und ihr direkt die Zolleinfuhrgebühren bei eBay abführt. Also das heißt, wenn ihr was bei eBay bestellt im Ausland, müsst ihr keine Sorgen haben, dass da noch der Zoll draufkommt. Der wird automatisch von eBay einkassiert und dann habt ihr keine Probleme bei dem Versand, wenn es zu euch nach Deutschland kommt. Ich glaube, ich war ungefähr bei 100 oder 110 Euro bei dem Spirit Jersey, ja. Sind dann natürlich nicht günstig, wenn sie von Amerika kommen oder aus Amerika, aber den fand ich so toll und ein weiteres Herzstück in meiner Sammlung. Ja, Tupperware. Tupperware bringt ja immer wieder mal neue Boxen raus von Disney
Und dieses Mal ist es dieses wunderschöne Schüsselset. Da habe ich über meine Freundin, die Tante oder auch eine Bekannte, die bestellt. Also ihr braucht schon einen Kontakt bei Tupperware. Ich glaube nicht, dass man die einfach so online bestellen kann. Ihr müsst jemanden von Tupperware, die die Sachen vertreibt, kennen. Und dann kann man die da bestellen. Ich habe mir das Dreier-Set geholt. Das Dreier-Set hat dann 35 Euro gekostet. Das sind einmal zwei kleine Dosen mit Mickey, mit Minnie und eine größere Dose mit beiden zusammen. Ja, also wirklich sehr, sehr schöne Dosen. Und Tupperware ist ja eh sehr qualitativ hochwertig. Ja, bevor wir zu Shop Disney kommen, die letzten Teile, kommen wir erstmal zu Primark, weil die Läden hatten ja zwischenzeitlich mal wieder offen und die liebe Brina war in Lautern, in Kaiserslautern im Primark für mich einkaufen. Und wir waren auch einmal in Saarbrücken, da waren wir auch im Primark und da habe ich mir auch was mitgenommen. Und die Sachen zeige ich euch jetzt. Und zwar einmal dieser schwarze Rucksack, die Größe ist ideal für die Parks. Der hat 16 Euro gekostet und das ist einer der Sachen aus der neuen Kollektion von Primark. Und zwar ist dieser Rucksack aus recycelten Materialien hergestellt. Ja, es gibt auch noch T-Shirts, andere Sachen von dieser World. Was steht da? Ne, es ist aber überall ist diese Mickey-Erde drauf gemalt. Das heißt, alles ist dann aus recycelten Materialien hergestellt worden. Und hier steht: To be kind to our home. Um halt zu sensibilisieren, dass wir auf unsere Umwelt achten sollen. Ja, wie gesagt, super schöne Größe und ein sehr, sehr schöner Rucksack. Dann habe ich mir die Seife hier gekauft. Eine Minimaus, also eine Seife in einer Minimaus-Verpackung. Hat 3 Euro gekostet, riecht auch sehr gut. Habe ich mir zweimal gekauft, weil ich zwei Bäder habe. Also ein Gäste-WC und ein Bad. Dann auch einmal hier diese Peeling-Handschuhe für 1,50 Euro. Das sind 2 Stück. Und da ich auch sehr gerne mal Selbstbräuner benutze, sollte man ja die Haut immer ein bisschen peelen. Und ja, sind halt Peeling-Handschuhe mit Mickey und Minnie drauf. Aber süß. Ja, dann habe ich mir noch 2 Taschen. Einmal die Kopftasche gekauft. Die ist wirklich sehr cool. Was Problem ist, die hat keinen Reißverschluss. Die hat nur ein Knöpfchen. Aber die hat 14 Euro gekostet und also die schreit ja nach Sommer. Die ist ja mega cool für den Sommer. Ich weiß auch schon, was ich anziehe dazu. Ich hatte ja letztes Jahr im Disneyland so ein langes schwarzes Kleid an mit so einem Ausschnitt. Wer mir auf Instagram folgt, hat es schon 5000 Mal gesehen. Oder in meinen Vlogs. Ich liebe dieses Kleid für den Sommer und die Tasche passt perfekt zu diesem Kleid. Und ein Kunstpflänzchen, Mickey-Topf mit Kunstpflanze. 6 Euro finde ich schon viel für so ein Pflänzchen, so ein Kunstpflänzchen. Aber ich habe schon einige von diesen Kunstpflanzen und die stelle ich dann immer so an so Orte, wo nicht viel Licht hinkommt, aber trotzdem ich ein bisschen Grün hätte. Weil ich liebe ja Grünpflanzen. Deswegen habe ich die trotzdem mitgenommen, auch wenn sie ein bisschen teuer ist. Und hier ist so eine Handschuh ist ein bisschen dreckig. Seht ihr das? Naja. Und dann habe ich mir einen Hut gekauft. Und zwar habe ich irgendwann letztes Jahr schon eine Tasche verlost und auch mir selbst gekauft in diesem Muster. Genau, und dazu gab es jetzt den passenden Fischerhut. Ich ziehe den mal für euch an. Das ist jetzt ein bisschen dumm, wegen dem Dutt, den ich hier habe. Aber ich ziehe es trotzdem gern für euch an. Also ich finde, ist gar nicht mal so schlecht. Jetzt im Sommer finde ich den echt süß und schick. Also vor allem, wenn man irgendwann mal wieder in den Strand fahren sollte, muss ich immer auch eine Kopfbedeckung tragen, weil ich habe mir hier so eine sehr, sehr hohe Stirn und auch hier so kleine Geheimratsecken und die kriegen immer Sonnenbrand ab, deswegen brauche ich schon immer einen Hut und deswegen, also ich finde den echt schick. Also bin
bin begeistert. Und für, ich glaube, 6 Euro hat er gekostet. Ja, echt ein sehr, sehr guter Deal. Und bleiben wir direkt bei Strand. Wann ich jemals wieder einen Strand sehe, weiß ich nicht. Aber da habe ich dann schon mal die perfekte Strandtasche in Minimaus-Optik. Was hat, der Preis ist weg. Stimmt. An der Kasse, die hatte auch keinen Preis. Das weiß ich gar nicht, was die... Die hat auch, glaube ich, 14 oder 16 Euro oder sogar 12. Irgendwas zwischen 12 und 16 Euro hat die Tasche oder dieser Korb hier gekostet. Die hat auch einen Reißverschluss und passt sehr, sehr viel rein, wenn man mal wieder an den Strand gehen sollte. Eine sehr, sehr schöne Strandtasche. Ja, und zu guter Letzt kommen die Shop Disney Sachen und April war gefühlt der Monat der Schlüssel. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Bleiben wir direkt bei den Schlüsseln. Und zwar habe ich mir einmal das Dreier-Set Mickey-Schlüssel gekauft. Jetzt ist da kein Preis mehr dran. Ah! Ich weiß nicht, jetzt weiß ich nicht, was die gekostet haben. Muss ich gleich mal nachschauen. Aber die war nicht kostenlos, für die musste man bezahlen. Und ich wollte eigentlich den Small World-Schlüssel. Den gab es gratis dazu. Jetzt muss ich mal gucken, dass ihr den auch seht. Genau, das ist der Small World-Schlüssel. Ich finde, einer der wunderschönsten Schlüssel bisher. Und ja, das habe ich bestellt und dann gab es den gratis dazu. 4 Schlüssel, hey! Und dann gab es noch einen Schlüssel im April und zwar zum einjährigen Jubiläum von Disney Plus gab es einen Schlüssel, aber den finde ich nicht so hübsch. Ist halt so blau. Ist auch qualitativ nicht ganz so, mein Gesicht zu halten, nicht ganz so hochwertig. Ja, aber gehört auch zur Kollektion. So, jetzt muss ich mal gucken, was die Schlüssel gekostet haben. Ich packe auch übrigens alle Links von den Sachen, die ich so kaufe und die es noch gibt, unten in die Infobox. Preis herausgefunden, 28 Euro für 3 Schlüssel. Naja, aber man muss ja immer 20 Euro ausgeben, um diesen Schlüssel gratis zu bekommen. Plus dann habe ich auch noch Versand bezahlt. Reden wir lieber nicht drüber. Dann von Shop Disney noch, es gab neue Ohren aus World Disney World mit Fax wieder. Also, was sie sich immer dabei denken, ne? Also, als ob man sich das 5000 Mal da drum wickelt. Das sieht erstmal scheiße aus. Dann, wenn du es abschneidest, finde ich es doof, weil vielleicht willst du die ja irgendwann mal wieder verkaufen. Und das ist ja dann, ne, das Echtheits... Zertifikat, ne, dass es auch wirklich Disney-Ohren sind. Aber was machst du denn hier mit diesem Fax? Also, anstatt hier, es gab mal Ohren, da war hier so ein kleines Ding oder so, aber, oder die hier, die ich anhabe, die haben zum Beispiel hier so ganz kleines, durchsichtiges Ding. Das reicht doch. Also, verstehe ich nicht, warum die da immer so einen Riesenzettel dran machen müssen. Egal. Einmal gab es die wunderschönen, aus der Kamera halten ist auch gut, ne? So, diese wunderschönen Ohren gab es auch diesen Monat. Also einmal gab es die wunderschönen Ohren. Ich liebe ja so schlicht gehaltene Ohren. Ich habe auch nur mal schwarze Ohren, die sind auch mega, aber die sind auch super mit der sehr buschigen schwarz-weißen Schleife. Und ja, super, 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 super schöne Ohren. Die Ohren bei Shop Disney kosten alle 30 Euro aus Walt Disney World. Ja, kein Schnapper. Und das zweite Paar, wie halte ich also hoch? Das zweite Paar sind diese wunderschönen Pastellfarben Glitzer Ohren mit inklusive Fax. Ja, die liebe ich auch sehr. Jetzt für den Frühling traumhaft schöne Farben. Und das letzte Teil, was es jetzt bei Shop Disney gab, was ich mich ein bisschen geärgert habe, dass ich jetzt schon bestellt hatte, aber so ist das meistens. Die war nämlich jetzt für 20% weniger im Angebot. Ich hatte, glaube ich, 10% weniger. Aber so ist das manchmal. Manchmal habe ich Angst, dass es weg ist. Und die waren auch zwischenzeitlich ausverkauft bis auf Größe XS. Und dann kam es aber wohl wieder auf Lager. Aber ja. Ein Rock, ein Jeansrock mit Mickey Mouse. Ich trage übrigens Größe L. Und der hat, wie gesagt, Originalpreis war 42 Euro. Ich hatte wahrscheinlich, glaube ich, 10% Rabatt. Und ja, jetzt gab es
letzte Woche 20% Rabatt. Und ja, aber man kann es ja halt nicht vorhersehen, was jetzt im Sale ist und was nicht. Und sowas habe ich halt noch nicht. Und dann denke ich mir immer, okay, was ich jetzt noch nicht so wirklich habe, überlege ich, oh ja, kannst du dir schon bestellen. Und bei Sachen, die ich jetzt schon mehrfach habe, wie Jacken oder Kleider, da überlege ich und habe es erstmal auf der Wunschliste. Und wenn es dann reduziert ist, hoffentlich, dann schlage ich dann zu. Und das letzte, das schönste Teil finde ich diesen Monat, also es ist ein absoluter Traum, ist diese Tasse von der Jared Maruyana Kollektion. Da habe ich ja im letzten Haul schon einiges gezeigt. Dann kam jetzt noch diese Tasse und ich werde sie gleich für euch auspacken und euch zeigen. Ich werde sie aber nicht als Tasse benutzen. Ich werde da drin meinen Schlüssel sammeln. Ich hatte ja schon mal in meiner alten Wohnung eine Möglichkeit gezeigt, wie man Schlüssel aufbewahren kann. Dafür habe ich aber jetzt hier keinen Platz für diese ganzen Rahmen. Und deswegen werde ich die Schlüssel alle in dieser wunderschönen Tasse sammeln. Ich finde die wunderschön und ich packe sie jetzt für euch aus. Gekostet hat sie 28 Euro. Diese Tasse hat hier einmal so einen Untersetzer. Und ihr seht hier einmal Dumbo, dann Schneewittchen. Ich muss es vor mein Gesicht halten, sonst seht ihr es nicht. Einmal Donald in so einem coolen Ferrari. Nein, in einem Auto. Und dann hier noch der weiße Hase. Und ja, dann setzt man hier die Tasse drauf und dann hat man hier so einen Untersetzer. Ich zeige euch aber noch die Tasse. Da habt ihr auch, wie auf den ganzen anderen Sachen, auch diese Muster, auch das Schloss und Ballons und oh, ein Träumchen, sage ich euch. Ein Träumchen. Wunderschön. Ich liebe es. Und ja, wo sind denn die Schlüssel? Dann werde ich die hier so, das andere, werde ich die hier so drin sammeln und aufbewahren. Ja, I love it. Das war mein April-Haul. Ja, es war wieder ein wilder Mix aus allen. Mal teurer, mal nicht so teuer. Aber ich muss ich versuche mich in Mai ein bisschen zurückzuhalten. Mal sehen, ob es klappt oder ob irgendwas Neues wiederkommt oder ob es irgendwo Rabatte gibt. Wir werden sehen, ihr werdet sehen im nächsten Monat. Also, wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns bei meinem nächsten Video. Also, bis dann!